Jo, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Cardiff City Karriere und auch hier sind wir wieder zurück, bringen eine neue Folge und die befindet sich im Dezember, also in-game Dezember natürlich. Wir haben heute, also spielen heute persönlich gegen Bournemouth, gegen Marseille in der Europa League Entscheidung, ob wir da weiterkommen oder nicht. Und dann zum Abschluss dann nochmal gegen Middlesbrough und vielleicht kommt da sogar noch ein Spiel extra dazu wegen FA Cup und so, wer weiß. Ist ja immer so eine Sache, wie ich finde. In der Tabelle sind wir in der Premier League auf Platz 10, also Mittelfeld. Ich denke, das ist sehr solide, wenn man noch bedenkt, dass Manchester City hinter uns ist oder Everton oder Manchester United. Ja gut, ne, also bei denen läuft es halt nicht. Aber ja, wenn die drei vor uns wären, dann wären wir immer noch auf 13, also es passt eigentlich. Ist eigentlich genau der Ort, wo wir hingehören, wie ich finde. Heute werden wir spielen gegen Bournemouth, gegen Marseille logischerweise und gegen Middlesbrough. Dann gibt es noch andere Spiele wie zum Beispiel Southampton oder Fulham. Wir gehen einfach mal in den Kalender rein. Dann haben wir noch Burnley, was ich vergessen habe und das wäre es dann auch. Und ich denke vielleicht irgendwo hier rum kommt dann noch ein FA Cup Spiel dazu. Zumindest war das in der letzten Saison so und ich gehe davon aus, dass es wieder so ist. Tja, und dann mal gucken. Also wir bewegen uns natürlich jetzt in dieser Folge auf den Januar hinzu, bedeutet gleichzeitig Transferphase. Ob wir dann was kaufen müssen oder nicht, das weiß ich tatsächlich gerade noch gar nicht. Aber ich glaube, so großartig kann man, wenn dann nur die Mannschaft halt generell verbessern, also startelfmäßig verbessern. Da ist natürlich noch alles offen, würde ich sagen. Also zumindest hier die linke Seite vielleicht. Wenn man sich das jetzt hier mal so spontan anguckt, ich bin natürlich noch nicht so wirklich drin. Ich hoffe, das merkt man nicht so doll, aber wahrscheinlich schon. Und ja, ich würde mal so sagen, gehen wir doch mal ein bisschen weiter nach vorne. Aber vorab erstmal nochmal die Europa League Tabelle, denn das Ganze sieht dann so aus. Wir haben das Spiel gegen Olympique Marseille, was wir gewinnen müssen. Da muss gleichzeitig aber noch Darmstadt gegen Athen zumindest ein Unentschieden sein, also 0-0-1-1 ist egal. Wir müssen aber auf jeden Fall gewinnen und das ist das Problem. Also eine Niederlage können wir uns, glaube ich, sogar gar nicht erlauben, ja. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Eigentlich wollte ich sagen, wenn wir gegen Marseille ein Unentschieden spielen, also 0-0-1-1, wie auch immer, dann müssen wir darauf hoffen, dass Darmstadt gegen Athen gewinnt, weil den direkten Vergleich haben wir, glaube ich, sogar gewonnen. Weil wir 2-0 gewonnen haben, genau. Weil wir 2-0 gewonnen haben und gegen Athen halt 1-0 verloren haben im Rückspiel. Also dementsprechend müsste das funktionieren, wenn wir einen Punkt holen gegen Marseille, aber gleichzeitig Athen halt gegen Darmstadt verliert, was ich zwar unwahrscheinlich finde, aber man weiß ja nie. Aber die bessere Variante ist natürlich, dass wir gewinnen gegen Marseille und dann ja, Athen gegen Darmstadt ein Unentschieden mitnimmt, dann wären wir wieder vorne. Aber mal gucken, wie das Ganze so ausgeht. Ich habe jetzt seit 3 Wochen kein FIFA gespielt, also könnte interessant werden, glaube ich, diese Folge. Generell glaube ich, wobei die nächste Gladbach-Folge ist immer noch Transfergedöns. Ich glaube, da werde ich kein Spiel machen. Ich glaube, die Folge danach wird dann auch interessant in der Gladbach-Karriere, aber mal gucken. Ja, und dann geht es auch direkt in das erste Spiel gegen Bournemouth. Mit dieser Ausstellung gehen wir dann ran. Calvert-Lewin ganz vorne, dann haben wir Adams. Murphy auf der linken Seite kommt für Junior Lett rein. Dahinter dann Rico Henry für Cunningham, der sich auch verbessert hat auf der 75. Joe Watts im zentralen Mittelfeld neben Ben Pearson. Januzaj auf der rechten Seite. Dahinter dann Jeremy Toljan. Morrison in der Innenverteidigung für Mangala. Und neben ihm Tuhunariga im Tor dann 6 Steffen. Und damit versuchen wir dann 3 Punkte gegen Bournemouth zu nehmen. By the way, ganz kurz, ich weiß mittlerweile, dass zu einem unser ehemaliger DFB-Präsident, also vor ein paar Tagen war er es noch, ist zurückgetreten heute und praktisch, ja, fast zeitgleich, wobei, ich glaube, da war schon ein Unterschied bei, aber jedenfalls hat Gladbach bekannt gegeben, dass sie die Zusammenarbeit mit Dieter Hecking zum Ende der Saison dann beenden werden. Und dazu werde ich mich entweder in der Gladbach-Karriere äußern, also zumindest auf das Gladbach-Thema natürlich, entweder bei der Gladbach-Karriere oder halt in einem anderen Video, was wahrscheinlich am Ende der Woche kommen würde. Muss ich noch sehen, aber grundsätzlich werde ich dann dort meine Meinung sagen, falls irgendjemand fragen sollte jetzt, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Und dann beginnen wir die Partie in einem Nachbarschaftsduell, zumindest tabellarisch gesehen, denn Bournemouth ist 9. und wir sind 10. Also bei einem Sieg würden wir an Bournemouth vorbeigehen und das wird Cardiff hier auch versuchen. Und dann beginnen wir von links nach rechts. Cardiff City in den blauen Trikots gegen die weiß gekleideten Männer aus Bournemouth. Elkison. Nochmal auf Aboubakar. Und die erste Möglichkeit gehört
den Gästen in den weißen Trikots aus Bournemouth. Wieder auf Pearson. Nimmt wieder Joe Walls mit. Der hat da sehr viel Platz. Der kann einfach mal abziehen. Pfosten! Dicke Möglichkeit für Cardiff City durch Joe Walls, der Mann auf der 8 mit der Nummer 8. Am Ende scheitert das Ganze am Aluminium. Freistoß Murphy. Mehr Halbfelder raus und die gar nicht schlecht. Ramsdale ist dran nach dem Kopfball von Adnan Januzaj. Sei gute Möglichkeit nach diesem Standard. Zückelt da den Ball Richtung Mitte und dann setzt sich Januzaj gegen Lerma oder Abubakar durch. Das konnte ich jetzt nicht so sehen. Und das war's. Cardiff City und Bournemouth trennen sich mit 0:0. Punkteteilung in Cardiff. Am Ende denke ich, ist das gerechtfertigt, denn so wirklich wollte hier keiner gewinnen. Also, wenn man nach den Chancen geht, dann leichtes Plus bei Cardiff, aber das ist dann halt einfach auch zu wenig, wenn deine beste Chance einfach nur ein Distanzschuss ist. Im Endeffekt, wie gesagt, das Unentschieden gerechtfertigt. Von beiden kam hier nicht so wirklich viel. Was vielleicht noch interessant ist, wenn wir uns ja auf die Transferphase im Januar bewegen und auch vielleicht da den ein oder anderen Spieler kaufen wollen und natürlich Vorschläge haben wollen. Das ist unser Transferbudget, wobei natürlich würde ich das noch verschieben, wegen dem Gehaltsbudget da unten mit 14.000 ist natürlich zu wenig, um den Spieler wirklich zu kaufen. Es sei denn, der ist jünger, sage ich mal, also dementsprechend noch nicht so gut. Wobei es natürlich, ja, ist eine schwierige Aussage, die ich jetzt hier gerade treffe, aber so in dem Falle, sagen wir mal, dass Silva Lopez oder Dozel, da würde es reichen. Bei richtig guten, jungen Spielern dann eher weniger, also nicht falsch verstehen so, im Allgemeinen die Aussage. Da kommen wir zum ersten Spiel, was wir simulieren werden, und zwar gegen Southampton auswärts. Schwieriges Brett auf jeden Fall. Vor allem mit Milik da vorne, das darf man nicht unterschätzen. Patterson kam rein in die Mannschaft, weil wir ein bisschen rotiert haben im Vergleich, oder weil wir halt auf Marseille achten müssen. Dozel mit dem 2-0, der ist auch reingekommen, weil er rotiert. Ansonsten Target mit Gelb und Westergaard, ein alter Bekannter aus Gladbach mit Gelb. Calvert-Lewin macht den Deckel drauf, 3-0, wir werden dieses Spiel gewinnen und so ist es am Ende, 3-0-Sieg, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, muss man sagen. So, es gab ja jetzt mittlerweile auch ein Update, oder es gab vor ein paar Wochen Updates in Bezug auf Karrieremodus und Transfers und ich weiß nicht, hat das jetzt dadurch dazu geführt, dass wir jetzt Brown verkaufen konnten, weil das war immer so einer der Kandidaten, die trotz angenommenes Angebot von uns einfach nicht gehen wollten. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mich da vielleicht mal aufklären? Denn das scheint ein bisschen anders zu sein mittlerweile. Also ich habe auch ein Angebot von Harris bekommen von Cracovia für 300.000 Euro. Das habe ich sofort angenommen, weil brauche ich halt nicht. Und der hat, glaube ich, auch immer die ganze Zeit abgelehnt. Zum Beispiel Willem Zielburg oder so weiter und so fort. Hat das jetzt echt dazu geführt, dass das Update oder der Patch, wie auch immer, das jetzt endlich mal behoben hat? Das finde ich geil. Reicht natürlich trotzdem nicht, dass mich der Karrieremodus sehr, sehr positiv überschnitt oder so. Der ist halt einfach von Jahr zu Jahr irgendwie immer gleich und benötigt auf jeden Fall eine Verbesserung. Das ist, denke ich, allen klar. Mal gucken, was in FIFA 20 passiert. Und dann geht es jetzt in das Spiel gegen Marseille und das ist ganz wichtig. Wir müssen gewinnen und hoffen, dass Athen gegen Darmstadt unentschieden spielt. Dann sind wir weiter, wobei es auch die Möglichkeit gibt, dass wir unentschieden gegen Marseille spielen und Darmstadt gegen Athen gewinnt und dann sind wir auch weiter. Aber darauf möchte ich mich ehrlich gesagt nicht verlassen. Wir versuchen das Ganze mit dieser Elf. Wir beginnen mit natürlich sechs Steffen im Tor, die Viererkette mit Rico Hernandez, Togo Nariga, Mangala, Toljan. Dann haben wir im Mittelfeld wieder eine Viererkette mit Januzaj, Pearson, Walls und Junior Lett. Und vorne die zwei, die das da richten sollen. Bobby Reed, einfach weil er leidenschaftlich ist und so. Zumindest im Spiel, kommt mir zumindest so vor. Und Calvert-Lewin ganz vorne drin, hat gegen Southampton gerade ihn getroffen. Mal gucken, ob er das jetzt auch gegen Marseille machen kann. Letzter Spieltag in der Europa League Gruppenphase. Wir sind in Cardiff zu Gast. Beim Spiel Cardiff City gegen Olympique Marseille. Der erste Trupp auf den dritten. Wenn man natürlich dann andersrum guckt, da sind Marseille auf der 1, Cardiff auf der 3. Und Cardiff City ist hier dazu verpflichtet zu gewinnen. Natürlich weiß Olympique Marseille das zu verändern. Florian Thauvin oder Thauvin, wie auch immer, französischer Name, hat 3 Tore in den letzten 3 Spielen gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Gab es in der Realität dann Interesse von den Bayern? Zumindest sagen wir mal leichtes Interesse.
Und hier kommen wir zur Mannschaft, die derzeit die Gruppe anführt. Mit Mondanda, Matteo Damian, alter Bekannter aus der Premier League, Camara oder Camara, wie auch immer, Rami, Amavi, Strootman, Luis Gustavo, kennt man auch aus der Bundesliga von damals, Torwart. Ja, Doncic, auch ein alter Bekannter mit Dimitri Payet auf der 10er-Position und Teixeira ganz vorne drin. Und dann beginnt das letzte Spiel in dieser Europa League Gruppenphase. Cardiff City von links nach rechts in den blauen Trikots gegen die weiß gekleideten französischen Männer aus Marseille. Calvert-Lewin findet dann nochmal Joe Walls. Er hat aus der Distanz abgezogen! 1-0! Eigentlich wollte ich sagen, das hat er gegen Bonnef ja auch schon probiert. Da scheitert das Ganze an dem Außenpfosten. Jetzt trifft er! 1-0! 3 Minuten gespielt. Wichtiger Treffer für Cardiff. Über Pearson, über Calvert-Lewin und dann der Abschluss von Joe Walls. Rechts unten in die Ecke. Da kommt Mondanda nicht dran. Schnelle Führung. Besser hätte es für Cardiff City jetzt nicht kommen können. Ecke, Joe Walls von der linken Seite. Standardsituation. Die kommt gar nicht schlecht. 2-0. Mangala. Peckhoff erhöht. 12. Minute, 2-0 Cardiff. Ecke, Joe Walls von der linken Seite aus, schlägt den Ball rein. Kurz vorm Elfmeterpunkt setzt sich dann Mangala da im Kopfballduell durch. Springt da am höchsten und bringt den Ball zum 2-0 unter. Und damit kann Konstantin Gruber auf jeden Fall zufrieden sein. Auf den hintergelaufenen Rico Henry. Gegen zwei bringt die Flanke Richtung mit und da ist Calvert-Lewin. Und wieder Mondanda zur Stelle. Kurzer Zwischenstand aus Darmstadt, es steht 0-0 zwischen Athen und den Lilien. Teixeira, Radonjic, kommt jetzt endlich mal Marseille, der erste Schuss in Richtung Sechs-Steffen. Aber der US-Amerikaner hat da überhaupt keine Probleme, den Ball zu fangen. Auf Bobby Reed. Der chippt den Ball hoch für Julio Lett, der Kanadier die Möglichkeit zum 3-0. Und er vergibt sie. Da hätte er praktisch den Ball einfach über Mondanda chippen können. Und dann wäre er vielleicht drin gewesen. Aber so knapp am Tor vorbei. Und knapp am 3-0 vorbei. Leonardo da Silva Lopez wird da komplett im Stich gelassen von seinem Gegenspieler. Flanke von ihm und die ist gar nicht schlecht. 3-0. Bobby Reed. Der kleinste Mann auf dem Feld von Cardiff. Köpft den Ball ein zum 3-0. Und das, weil Leonardo da Silva Lopez komplett unbeachtet bleibt von Olympique Marseille. Der wird da nicht wirklich attackiert. Marseille läuft nur hinterher an der Stelle. Leonardo da Silva Lopez kann dann den Ball Richtung Mitte flanken und findet dort Bobby Reed, der dann das Ding im Tor unterbringt. 3-0. Der Sack ist zu. Ich denke, das war's. Amavi nochmal. Kommt nochmal ein Aufbäumen von Marseille. Machen die das Spiel wieder spannend. Payet mit der Möglichkeit. Aber über den Kasten. Calvert-Lewin nochmal. Über Januzaj. Der spielt über Richtung Mitte für Bobby Reed. Und das war's. 4-0. Doppelpack. Bobby Reed. Erhöht da nochmal. Mit der Schlusssekunde auf 4-0. Nach diesem Konter. Über Calvert-Lewin. Über Januzaj. Und der spielt den Ball dann in die Mitte zu Bobby Reed und der hat da keine Probleme, den Ball an Mondanda erneut vorbeizubringen. Diesmal aber per Fuß und nicht per Kopf. 4-0. Was ein Spiel. Und das war's. Cardiff City gewinnt 4-0 gegen Marseille. Ob es am Ende reicht? Scheinbar ja. Werden wir dann gleich sehen. Aber zum Spiel kann man auf jeden Fall sagen, Cardiff war in allen Belangen, zumindest heute, eine Nummer besser als Marseille. In der Defensive, in der Offensive, einfach überall. Zweikämpfe, Torabschlüsse. Ja, was soll man dazu sagen? 4-0 am Ende. Und es ist völlig verdient. Wir bekommen als Preisgeld 5,58 Millionen Euro nochmal drauf für nächste Saison. Aber das ist ja nicht mehr so relevant, wenn man das so betrachtet. Wir gucken auf die Tabelle.
aber ihr habt es ja wahrscheinlich eh schon gesehen, über die jubelnden Fans, denke ich. Wir haben es geschafft, weiterzukommen, ins 16. Finale in der Europa League einzuziehen, weil wir gewonnen haben. Einerseits 4-0, haben wir ja gerade gesehen, das war eindeutig. Und Darmstadt erweist Schützenhilfe und gewinnt gegen Athen und bringt uns somit weiter. Wir bekommen aber keine Pause, wir spielen jetzt sofort gegen Burnley zu Hause im eigenen Stadion, nachdem wir gerade eben Marseille aus unserem Stadion rausgeballert haben mit 4-0. Ich glaube, so kann man es auch sagen. 0-0 nach gut 40 Minuten. Gucken wir uns dann mit einer Gamekarte. Wir wechseln mal ein bisschen durch. Calvert-Lewin mit dem 1-0. Kurz nach der Halbzeitpause. Joe Walls verschießt leider einen Elfmeter. 12 Minuten danach. Hoffentlich bestraft sich das jetzt nicht. Am Ende gewinnen wir 1-0 und nehmen nochmal 3 weitere Punkte mit. Bevor wir gleich noch in das Spiel gegen Middlesbrough gehen, gehen wir nochmal 3 Sachen durch. Einmal beginnen wir mit Verträge verlängern, was wir eigentlich in dieser Folge machen müssen. Ich denke aber, nach dem Fulham-Spiel werden wir erstmal aufhören. Dementsprechend wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Wir haben Bamba, wir haben McKay, wir haben Healy und keinen davon möchte ich ehrlich gesagt verlängern. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Ansonsten haben wir Aaron Gunnarsson, der sich nach seiner Verletzung wieder im Training befindet. Und zu guter Letzt gehen wir mal ganz kurz das 16. Finale der Europa League durch. Champions League gehe ich dann in einer der späteren Folgen mal drauf ein. Wir haben hier PSG gegen Dinamo Zagreb. Ich denke, das ist eine machbare Aufgabe. Ansonsten Valencia gegen Florenz, auch interessant. Juventus Turin gegen Borussia Mönchengladbach, gerne. Geiles Spiel, nur leider vielleicht nur in der Europa League, aber immerhin. Villarreal gegen Sporting, Benfica gegen Olympique Marseille. Unser Konkurrent aus der Gruppenphase. Dann haben wir AS Monaco gegen Genk. Wir spielen gegen Turin. Manchester United auch runtergekommen aus der Champions League, glaube ich. Spielt gegen Galatasaray. Wobei, Moment. Ja doch, die waren ja nicht in der Moment, haben die Europa League gewonnen? Vielleicht so? Sonst erklärt sich das für mich nicht, weil wir haben die ja am letzten Spieltag, glaube ich, mit 2-1 geschlagen und dementsprechend waren die nicht in der Europa League drin, oder? Champions League? Ich weiß es gar nicht. Ist auch nicht so wichtig. Frankfurt gegen Besiktas vielleicht noch erwähnenswert, denke ich. Schalke Donetsk gegen Lazio Rom, auch interessant, finde ich. Wenn man Donetsk eigentlich nicht so wirklich gut einschätzen kann, finde ich. Also, ist schwierig einzuschätzen. Liverpool aus englischer Sicht noch gegen Eindhoven und der Rest, den habt ihr jetzt auch gesehen. Ansonsten gehen wir ganz kurz nochmal die Champions League durch, aber nur Achtelfinale, die Gruppenphasen und so, die gucke ich dann in einer anderen Folge dann rein. Bayern gegen AC Mailand, Lokomotiv Moskau gegen Real Madrid, Dortmund gegen Chelsea, Fenerbahce gegen Schalke, dann haben wir Arsenal gegen Atletico Madrid, Barcelona gegen AS Rom, Tottenham gegen Neapel und Inter Mailand gegen Manchester City. Und auch unser FA Cup Spiel ist ausgelost worden, denn wir spielen gegen Brentford und das glücklicherweise erst im Januar, also nicht mehr in dieser Folge. Und so wie es aussieht, schaffen wir, glaube ich, auch den kompletten Januar. Beim letzten Mal mussten wir das Ganze trennen, also zur Hälfte. Weiß nicht, ob das in dieser Saison auch so ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, da hatten wir damals noch den Carabao Cup noch drin. Haben ja zweimal gegen Crystal Palace, glaube ich, gespielt. Ist dieses Jahr nicht so. Da sind wir relativ früh rausgeflogen, was, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt ist, ehrlich gesagt. Auch wenn man natürlich als Titelverteidiger da in das Turnier reingeht und natürlich die Motivation hat, da das auch zu verteidigen halt. Aber naja, so ist es halt. Und das ist die Ausstellung für das letzte gespielte Spiel in dieser Folge gegen Middlesbrough. Und wir beginnen wie folgt. Bringen Bobby Wiedmer in die Anfangself rein, genauso wie Oliver Burke. Ansonsten, glaube ich, so wirklich keine Überraschung. Und damit gehen wir dann ins Spiel. Cardiff City tritt mit der besten Abwehr der Liga heute gegen Middlesbrough an. Dahinter haben wir dann den Gegner aus der, am Anfang dieser Folge gegen Bournemouth. Also, die sind die zweitbeste Defensive. Vielleicht eine kleine Überraschung, wenn man das ehrlich so sehen möchte. Und dann beginnt die Partie. Cardiff City gegen Middlesbrough. Die Gastgeber heute in Rot und Weiß gegen die blau gekleideten Bluebirds. Juno Lett mit der Seitenverlagerung auf Oliver Burke. Die war gar nicht so schlecht. Und da ist die Möglichkeit 1-0 Bobby Reed. Was war das denn? Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Junior Lett mit der super Seitenverlagerung auf die andere Seite. Super Ballwechsel auf Oliver Burke. Der versucht dann den Ball eigentlich aufs Tor zu schießen. War aber nicht gerade perfekt, sag ich mal. Wird dann von Middlesbrough verteidigt, zumindest halbwegs. Die können das aber nicht klären und dementsprechend landet der Ball auf den Kopf von Bobby Reed und der Kleinste aus Cardiff köpft das Ding schon wieder ein. Was ist denn hier los? 1-0 Cardiff City.
Doppelpass, nochmal Tavernier, die Flanke Richtung Mitte, die ist gar nicht schlecht. Nico Hendy kommt nicht dran und Clayton mit dem Abschluss. Am Kasten vorbei, die erste Möglichkeit für Middlesbrough. Aber bisschen zu ungenau. Nochmal Rico Hendy, Juno Lett, Joe Walls auf Ben Pearson. Der zieht einfach mal aus der Distanz ab und der war schwierig für Randolph. Kommt da noch dran. Aber der Ball hatte zu wenig Power hinter Burke. Wieder so viel Platz frei für Juno Lett. Der kann dann natürlich schon Mitte. Der Abschluss geht knapp am Tor vorbei. Also was Middlesbrough auf jeden Fall besser machen muss, sind diese Seitenverlagerungsbälle, sag ich mal. Die sind echt schlecht verteidigt worden bisher. Sehr starkes Mittel von Cardiff, wenn sie das Ganze nur besser ausnutzen würden. Doppelpass über die Mitte. Clayton, starker Ball auf Garcia, der zieht ab und das 1-1. Aus dem Nichts der Ausgleich für Middlesbrough. Was geht an meine Stimme, Alter? Und das war zu einfach. Da war eine riesen Lücke da in der Hintermannschaft von Cardiff City. Zwischen Magala und Jeremy Toyan. Da schleicht sich der Garcia davon. Wird dann angespielt und bringt den Ball an sechs Steffen vorbei zum 1-1. Und damit sind die Gastgeber wieder zurück im Spiel. Ja, Digga, und McNair nochmal Asson Belonga mit dem Abschluss und sechs Steffen ist da verhindert. Den Führungstreffer für Middlesbrough. Jetzt hier den Ton angeben. Sauber aus dem Winkel weggefischt. Garcia runtergespielt nochmal. Oliver Burke fängt den Ball ab. Das war stark gemacht. Burke nochmal auf Adams. Der legt den Ball direkt weiter für Pearson. Am zweiten Pfosten, da ist Julio Letta, Kanadier, 2-1. In einer Phase, wo Middlesbrough eigentlich die bessere Mannschaft war, das 2-1 auf Fuß hatte, kommt dann irgendwann kurz vor Schluss Cardiff City nochmal zurück und dreht den Spieß wieder um. 2-1. Starke Flanke von Ben Pearson, der sonst eigentlich eher ein schlechteres Spiel machte, bis dato. Aber die Flanke, die war super und da steht Juno Lett eigentlich goldrichtig, ganz alleine, ohne Gegenwehr, 2-1. Nochmal Kerk, Flanke Richtung Mitte, die wird da nicht verteidigt! 2-2! 93. Minute! Unfassbar! Middlesbrough kommt nochmal zurück nach Flanke von Kerk, der ehemalige Nürnberger, wo Mangala sich, glaube ich, verschätzt hat. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Von der linken Seite die Flanke rein. Da verschätzt sich beide. Turunariga und Mangala verschätzen sich da. Steht zu weit vorne, wenn man das so sehen möchte. Und da ist so ein Belonga, der kommt an den Ball ran. Zuerst verhindert sechs Steffen das Ganze. Aber im zweiten Mal ist er dann geschlagen. 2-2. Und das war auch gleichzeitig das Ende. 2-2 am Ende zwischen Middlesbrough und Cardiff City. Auf jeden Fall ein Punkt, womit Middlesbrough sich auf jeden Fall zufrieden schätzen kann oder wie auch immer. Also die sind, den haben sie sich ja auf jeden Fall hart erkämpft. Also Cardiff City war im Vergleich zu Marseille mal ein Stück weg. Da fehlt es um Zweikampfstärke zum Beispiel, aber am Ende unglücklich 2-2. Hätte auch anders ausgehen können. Und dann geht es in das letzte Spiel in dieser Folge gegen Fulham in der Simulation zu Hause, nachdem wir gerade eben unglücklich 2-2 gespielt haben. Calvert-Lewin, praktisch in den Spielen relativ unsichtbar, aber in der Simulation einfach super. Trifft hier zum 1-0, aber 15 Minuten später Acosta mit dem 1-1 Ausgleich. Dafür in Halbzeit 2 J. Adams in der 62. Minute 2-1 Führungstreffer der erneuten Führung. Acosta mit dem erneuten Ausgleich und am Ende ist es wieder nur ein Punkt. So, und an dieser Stelle möchte ich dann auch aufhören, für diese Folge weiter zu simulieren. Wir sind am 27. Dezember. In der nächsten Folge gibt es dann den kompletten Januar, so wie es aussieht, mit Sheffield Wednesday. Wir haben Brentford, wir haben Crystal Palace. Chelsea werde ich dann auf jeden Fall mal spielen, weil hatten wir jetzt auch länger nicht mehr so einen größeren Gegner, sage ich mal. Und dann haben wir noch zum Abschluss Nottingham Forest. Und dann mal gucken, ob wir dann im FA Cup weiterkommen. Ich glaube, das ist ein Spiel, was ich auf jeden Fall spielen muss. Ja, und dann mal gucken, wer dann der dritte Gegner sein wird. Auf jeden Fall, dass der Januar und die nächste Folge.
Dann gucken wir nochmal zum Abschluss auf die Tabelle. Arsenal auf der 1, Tottenham auf der 2, Burnley ist Dritter, Leicester City auf der 4, Chelsea ist Fünfter. Also, da sind schon ein paar Überraschungen dabei. Wir könnten, glaube ich, auch dazu gehören. Auf Platz 6, 28 Punkte. Haben jetzt 9 Stück, glaube ich, geholt in dieser Folge, in diesem Dezember. 2 Punkte dahinter haben wir dann Bournemouth, Brighton auf der 8, Crystal Palace auf der 9, West Ham auf der 10, Liverpool abgerutscht auf die 11. Ich glaube, zu Beginn der Folge waren die noch auf Platz 5 oder 6 oder so, auf jeden Fall vor uns. Nottingham Forest auf der 12, Everton auf der 13, Manchester City auf der 14. Aber das Ganze ist sehr eng. Guckt euch das an. Das sind gerade mal, ja gut, ein Punkt auf Chelsea, wenn man das so sehen möchte. Wir müssen ja natürlich vorbei. Aber wenn man nur nach unten guckt, wir sind gerade mal 6 Punkte vor Manchester City und vor den Wolverhampton Wanderers. Die sind auf der 15. Also, das ist schon ein enges Mittelfeld. Fulham auf der 16 mit 20 Punkten. Manchester United zumindest mal von den letzten 3 Plätzen weg mit 18 Punkten. 17 Punkte, dann Southampton auf der 18. Middlesbrough, der Gegner, gegen den wir leider 2-2 gespielt haben am Ende, holt sich zumindest da einen Punkt im Abstiegskampf, aber ob das reichen wird, wird man am Ende sehen. Und Sheffield Wednesday auf dem letzten Platz. Und damit war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wir sehen uns dann, denke ich, eher am Donnerstag wieder, weil morgen ist einfach nicht so ein guter Tag, sag ich mal. Ich habe praktisch keine Zeit dafür, also Donnerstag wahrscheinlich eher. Dann mit der Gladbach-Karriere. Und damit würde ich dann sagen, mach's gut, haut rein und ciao.